Ja, servus Leute, willkommen bei meinen ersten Playoffs-Spielen für die neue Weekend League in FIFA 22. Ich bin mal gespannt, wie es laufen wird. Bisher war es ganz in Ordnung gewesen, 3 Spiele, 3 Siege. Davon sind 2 Stück gequittet, schon in der ersten Halbzeit. Also, es darf auf jeden Fall spannend werden, ob wir vielleicht sogar alle 5 Siege, die wir brauchen, am Stück holen werden. Auf jeden Fall hier schon mal ein guter Chip zu Openda, aber der Abschluss absolut eine Grütze. Krass. Ja, also ich bin momentan so ein bisschen zwiegespalten, was das Gameplay bei FIFA angeht. Vor allem diese Autokorrekturen, teilweise mit den Pässen, mit den Schüssen. Ich weiß nicht so genau, wo hier so der Sinn dabei liegt. Man wird es ja auch schon ein wenig dann sehen, wenn es Zeit ist. Vor allem hier, da hat er gut gemoved, den Torwart, war gut gemacht. Aber ich nehme das jetzt hier gerade nachträglich auf. Aber man wird auch Spielweisen von den Gegnern sehen, wo 99% der Spieler es mittlerweile machen. Einfach nur hinten bunkern und dann kontern. Also selbst wenn die zurückliegen mit 2, 3 Toren, die behalten diese, naja, man kann ja jetzt nicht sagen, Taktik bei, sondern einfach, sie schaffen es nicht, bei FIFA 22 irgendwie einen gescheiten Spielaufbau zu machen. Es wird immer gekontert, gebunkert, ob sie 1-0 führen, ob sie 3-0 zurückliegen, spielt irgendwie gar keine Rolle. Hier ein genialer Pass von Gravesen. Und ja. Openda. Beim ersten Versuch mit dem Lüpfer leider nicht geklappt, aber gut. Man hat ja nur einen zweiten Versuch. Aber da auch wieder hat er den Torwart richtig gut gemoved, muss man sagen. Also, das hat er wahrscheinlich schon öfters geübt oder es muss er halt können, weil man sieht es hier auch wieder. Er ist ziemlich hinten drin am Bunkern. Also, vor allem sehr viele Konter. Man sieht sie auch. Er zieht alle wieder mit zurück. Zwar erst nach und nach. Aber man merkt es sofort, er zieht alle wieder mit zurück, dass es am Schluss vielleicht einer noch vorne drin bleibt. Also es ist wirklich schade, wie manche spielen. Aber gut, EA hat sich ja dabei irgendwas dabei gedacht, weil sonst wäre es ja nicht möglich. Aber nun gut, hier ist wieder eine 3-1-Situation. Das hat er gut gemacht. Da habe ich keine Chance gehabt, das irgendwie zu verteidigen. Aber gut, okay. Das gehört auch mit dazu. Niemand ist perfekt auf der Welt. Und das ist hier auch eine. Oha, rote Karte. Okay, das ist natürlich ein bisschen Pech für ihn, dass er da direkt eine rote Karte bekommt. Hier habe ich auch zu spät gesehen, dass er sein Torhüter darüber moved. Die linke Seite war komplett frei. Ich denke, hätte ich dort ins linke untere Eck geschossen, der Herr wäre niemals dran gekommen, weil er auch kein Verteidiger dort stand. Aber das habe ich dann zu spät gesehen. Aber gut, 1-1, noch nichts verloren. Vor allem bin ich auch sehr, sehr überrascht von Griezmann. Das ist ja, glaube ich, seine Once-to-Watch-Karte. Und dieser Kopfball von Upamecano, 2-1, super Tor, wirklich ein super Tor gewesen. Leider passiert es nicht so häufig, dass ich hier Kopfballtore mache, nach einer Ecke vor allem. Aber so aus dem Spiel heraus ist es mir jetzt schon öfters gelungen. Also das muss ich wirklich positiv anmerken, dass Kopfbälle wieder möglich sind. Zwar jetzt nicht so wie ganz früher, so 2008, 2009. Aber die werden langsam wieder besser. Wenn man natürlich halt richtig timet, die Flanke. Wenn natürlich aber so viele Dinge per Autokorrektur wieder verschoben werden, die Pässe oder die Flanken, dann ist es natürlich wieder umso schwerer, irgendwie was Brauchbares auf den Platz zu bekommen. Hier auch wieder Alphonso Davies mit nach vorne gebracht. Das war natürlich irgendwie lost gewesen, weil da habe ich auch wieder nicht gesehen, dass sich Carrasco einen Ticken nach hinten gelöst hatte. Aber das sind dann so Bruchteile von einer Millisekunde, dass sich dann da wieder ein Spieler verändert, von der Position her, dass man das nochmal korrigiert. Also zum Glück habe ich auch die Einstellung so belassen. Passempfänger spät heißt das, glaube ich. Es gibt ja einmal früh und spät, dass du dann nach einem gewählten Pass wird
und du ziehst zum Beispiel dann den Stick von der rechten auf die linke Seite, dass er dann doch nochmal den Pass korrigiert auf die linke Seite, weil sich vielleicht auf der rechten Seite nochmal was sich verändert hatte. Das finde ich eigentlich ganz nice. Weil wenn man das einstellt auf einen frühen Passempfänger, 3-1, sehr schön, dann hat man keine Chance mehr, seinen Pass zu verändern. Sollte sich also in der Zeit sich in der rechten Position irgendwas verändert haben und du hast bereits den Pass gedrückt, wird er ihn nicht mehr korrigieren, selbst wenn du noch die Zeit hättest, ihn umzuleiten. Deshalb Passempfänger spät ist für mich auf jeden Fall die beste Wahl. Hier auch nochmal ein genialer Pass zu Openda, aber hier ging plötzlich seine komplette Ausdauer weg. Ich konnte nicht mehr umlaufen. Auch sehr merkwürdig gewesen. Aber gut, okay. Hier auch habe ich eher Ball gespielt. Warum faul? Keine Ahnung. Das ist sowieso etwas mit den gelben Karten und mit den Fouls. Das nimmt manchmal Auszüge an, wie bei Pro Evolution Soccer, wo gefühlt jeder Zweikampf abgepfiffen wird. Das finde ich überhaupt gar nicht gut. Und hier nochmal schön umlaufen von Carrasco. Aber auch wieder stark gehalten von seinem Torwart, muss man sagen. Ja, die Ecken, da ist glaube ich immer noch dieser Bug vorhanden, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn denn jemand nicht weiß, einfach nach einer Ecke kurz spielen, dann ein paar Schritte laufen und dann nach innen flanken. Und dann ist meistens einer frei und du konntest natürlich ganz am Anfang, konntest du einfach zum Beispiel mit Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, wo halt ziemlich kopfballstark sind, einfach nur noch einnicken. Ja, so richtig gefixt haben sie das immer noch nicht. Es ist auf jeden Fall mir schon mal vorgekommen, schon ein paar Mal. Oh, ja, Elfmeter. Warum auch immer, ich kann es nicht verstehen. Aber nur gut, und noch eine gelbe Karte dazu. Hier auch habe ich zuletzt dann gerade noch gesehen, er schaut nach links, ich habe aber schon nach rechts gemoved. Ja, es war auch wieder zu spät erkannt. Wirklich schade gewesen. Aber nun gut, wir führen ja noch mit einem Tor Vorsprung. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Vor allem bin ich sehr, sehr überrascht, wie gesagt, von Griezmann. Er spielt halt sehr direkte Pässe, also kaum Fehlpässe, sofern ich da keine Scheiße baue. Aber Griezmann, muss ich wirklich sagen, super, super Kerl. Gerade als ZOM, also er ist schon so in die Richtung ZOM, wo ich ihn spiele. Plon und Gravenberch, die zwei habe ich als einzige dann vom Mittelfeld hinten als die Defensive verstärken. Und der Griezmann ist bei mir vorne drin, um zu pushen. Gerade auch, um vielleicht ein paar tödliche Schnittpässe zu machen. Aber es spielt sich halt hier die ganze Zeit immer ein und dasselbe Spiel ab. Ich versuche, den Spielaufbau zu machen. Hier auch viel Geduld, weil er zieht alles nach hinten. Hier auch Griezmann. Leider der Abschluss scheiße gewesen. Linke Seite von mir aus gesehen war wieder komplett frei gewesen, weil er sein Torwart gemoved hat. Hier habe ich dann versucht zu lupfen, aber hat auch nicht funktioniert. Gerade in dieser Saison, das ist so komisch mit den Torhütern. Es gibt manche Torhüter, denen siehst du es nicht an. Die halten jeden Ball. Und dann gibt es so wie mein Torhüter, Iker Casillas, wo ich mir dann halt auch denke, okay, 4-2, das sollte es gewesen sein. Der hält manchmal die einfachsten Bälle nicht, obwohl es meiner Meinung nach wirklich eine sehr gute Icon ist. Aber gut, da steckt man nicht drin bei sowas. Am besten immer noch das Torwartspiel ein bisschen üben, die Torhüter immer mal wieder ein bisschen verstellen und da ist man auf der sicheren Seite, wenn es mal brenzlig werden kann oder wird. Ich bin selbst da noch nicht so eingeübt drin, den Torhüter zu moven. Das mache ich sehr, sehr selten. Weil meistens klappt es auch so, dass man hält, aber oft komme ich auch einfach in die Situation, wo das Moven einfach ja nichts gebracht hätte. Aber es kann auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Waffe sein, wenn ihr eine stabile Abwehr da hinten drin habt. Ihr kennt vielleicht Mirza Jahic, das ist auch ein YouTuber. Streamt auch auf Twitch. Und man muss wirklich sagen,
bei einer Sache hat er immer recht, wenn er sagt, die Abwehr gewinnt ein Spiel, weil wenn du da hinten so richtig bombenfest drinsteht, durch irgendwelche Autokorrekturen von EA wirst du an ein Tor kommen. Egal wie. Sonst würde hier bei FIFA 22 nicht jeder anfangen zu bunkern, auf Konter spielen, wenn es nicht irgendwie hilfreich wäre. Würde es nicht fruchten, würde keiner diese Taktik, also für mich ist es immer noch keine Taktik, das ist einfach Unvermögen von den Gegnern, meiner Meinung nach. Aber wenn das nicht so effektiv wäre, würde es ja keiner machen. Hier habe ich auch großes Glück gehabt, dass er da vorbeigeschossen hat. Also man kommt nicht in den Zweikampf rein, obwohl drei Verteidiger bei ihm waren. Also er kann mal drücken, manchmal was er will, was man will. Die kommen nicht in die Zweikämpfe rein. Ist auch sehr traurig ab und zu, wenn man dann sieht, wie so ein Lionel Messi, einfach mal als Beispiel, einen Sergio Ramos wegkickt, als hätte er keine Füße. Also total unlogisch. Aber ja, hier auch Carrasco. Die Flanke war scheiße gewesen. Hat er auch wieder gut den Torhüter gemoved nach innen. Hier auch wieder. Hier sechs Leute im eigenen Strafraum. Hinten steht dort noch der siebte auf der rechten Seite. Es ist halt schon krass. Es ist halt schon krass, wie hier gebunkert werden kann. Aber so wie es aussieht, könnten wir sogar noch. Also ich denke jetzt nicht, dass er dieses Jahr noch wechselt. Laut den Infos ist er erst ab Juli weg. Mit Insigne, wo nach Toronto wechselt. Natürlich wieder nur wegen dem Gehalt. Der verdient irgendwie 50% mehr als bei Neapel zuvor. Und das ist halt wieder derselbe Fall wie damals mit Pato. Also ein riesen Fußballer, Insigne, aber das Geld lockt natürlich einfach die Leute irgendwo hin, wo sie vielleicht gar keine Aufmerksamkeit mehr bekommen. Aber gut, hier ist jetzt das 5:2. Der wird wahrscheinlich quitten. Sehr gut. Viertes Spiel, vierter Sieg. Sehr schön, sehr schön. So kann es ruhig weiterlaufen. Ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Nein, ich hatte zwei Siege, wenn ich mich nicht irre. Zwei Siege zuvor. Jetzt ist es hier mein dritter. Ja, also auf jeden Fall, man sieht es ja auch bei der Auswertung, 18 Schüsse zu 4. Da hat er von zwei Tore gemacht. Es war halt schon krass. Es war halt schon krass, wie das alles gepusht wird mit den Bunkern. Aber wenn es nicht so effektiv wäre, dann natürlich wird's auch keiner machen. Ich hoffe halt, dass der EA was patchen wird, weil es kann nicht sein, dass du theoretisch mit 8-9 Leuten in der Nähe von deinem 16er oder im 16er stehst und trotzdem immer wieder zu krassen Kontern kommst. Ja, es ist halt sehr, sehr fragwürdig, was sich EA dabei denkt. Also ich kann es nicht verstehen. Aber die Leute spielen so und dementsprechend wird es auch EA recht geben, wenn sie bei dieser Taktik weiterhin bleiben. Auch Blanc im zentralen Mittelfeld, der ja eigentlich Verteidiger ist, ich muss wirklich sagen, der ist bombenstark. Er ist zwar nicht der Schnellste, muss man wirklich zugeben, er ist nicht schnell, aber ich habe auch, glaube ich, kein Shadow auf ihm drauf. Oder doch, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, ob ich Shadow, den Chemistry Style auf ihm drauf gemacht habe. Wenn nicht, könnte ich es auf jeden Fall mal machen, weil ich habe ihn jetzt eher defensiv, als ich ihn gezogen habe. Das ist jetzt auch schon, glaube ich, einen Monat her. Da war er bei mir, aber wirklich im zentralen offensiven Mittelfeld. Und da hat er richtig gute Tore gemacht. Das muss man wirklich mal so sagen. Also der hat nicht den perfekten Schuss, aber er stand halt bei mir immer genau da, wo dann der Ball hinkam. Und hier auch ein bisschen Glück gehabt mit dem Abpraller. Hier dieses Inter Miami-Trikot. Wenn ich mich nicht irre, ist es ja der Verein von David Beckham. Also auf jeden Fall ein richtig geiles Trikot. Würde ich mir privat sogar auch kaufen. Also das ist wirklich richtig nice. Und hier auch wieder dasselbe Spiel, wie man es hier sieht. Er bunkert hinten und versucht zu kontern. Hier hätte ich eigentlich auch Openda mal schicken können.
Und ich muss sagen, dieser Openda ist so ein Biest. Er hat mehr Tore als Spiele und ich setze ihn eigentlich nicht bei Squad Battles ein oder bei Freundschaftsspielen. Ich setze ihn einzig und allein nur für die Weekend League ein oder für Division Rivals, für die Rewards. Also nur, sagen wir mal, in den ernsthaften Spielen lasse ich ihn auch ran. Meistens, wenn ich so Squad Battles spiele, je nachdem, welche Aufgaben zu machen sind, um welche Aufgaben zu erfüllen. Natürlich dann der Spieler, zum Beispiel, wenn du halt nur Spanier drin haben darfst und so weiter, macht es ja keinen Sinn. Aber wenn man einfach nur ein paar Squad Battles Partien machen möchte, um vielleicht eine höhere, eine bessere Ausbeute zu bekommen von der Rewards, setze ich meistens irgendwie ein ganz gemischtes Team ein von guten Spielern, die ich aber nie einsetze, weil sie einfach keinen Platz im Team haben. Zum Beispiel so ein Osimhen von Neapel, der hat ja auch eine Special Card bekommen. Der ist richtig nice, aber ich habe leider kein italienisches Team. Und hier ist es 2-0, David Neres, richtig stark gespielt, 18. Ingame-Minute. Und so wie es aussieht, wieder auch quitten und er ist gequittet, sehr gut. Viertes Spiel, vierter Sieg. So darf es auf jeden Fall weitergehen. Er hat keine Chance gehabt. Also gegen seinen Kontern. Ich habe auch meine Abwehr ziemlich hoch stehen, dass er da überhaupt gar keine Chance gehabt zu kontern. Das fangen wir immer direkt auf, wenn da ein langer Ball kommt. Kritisch wird es nur, wenn beide Außenverteidiger bei mir plötzlich vorne sind. Auch wenn sie im Ingame bei mir auf hinten bleiben eingestellt sind. Weil dann kann es passieren, wenn er mit drei festen Stürmern vorne spielt, so wie ich, also in-game vor allem, dann kann es richtig kritisch werden. Dann kann es richtig kritisch werden, weil dann ist es 3-2. Und wenn das irgendein Rafa auf der rechten Seite ist oder hier zum Beispiel Bruno Sarr, bei ihm auf der rechten Seite, die sind ultra schnell, die kannst du kaum aufhalten, ne? Gündogan Leihkarte als Special-Karte, das sagt auch einiges aus. Aber nun gut, okay, ich kann jetzt schon vorab sagen, das wird eine Partie, das wird sehr, sehr eklig werden. Hier habe ich aber auch ein bisschen Glück gehabt. Aber hier sieht man jetzt auch gleich mal, bei ihm wird angezeigt, dass sein Stoichkov verletzt ist. Allerdings macht sich das Spiel nichts daraus. Der Spieler kann weiterhin so gesteuert werden, als hätte er keine Verletzung. Hier hat er was wirklich sehr gut gemacht, super kombiniert. Und hier sieht man auch, er kann ihn drehen, er kann schießen, als wäre er nicht verletzt. Er kann auch hier ganz normal sprinten. Dementsprechend verstehe ich diese Animation nicht, dass dort steht, er hat eine Verletzung oder eine leichte Verletzung. Ich verstehe es nicht. Wozu dann diese Angabe, wenn er doch sowieso als Spieler keinen Nachteil hat? Dann lasst einfach diese eine Animation, wenn er sich wirklich verletzt, wo er dann auf den Boden fällt, das Spiel wird unterbrochen und fertig, da kann er ausgewechselt werden. Aber das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Da wird diese Animation angezeigt, obwohl er gar keine Verletzung hat. Ein paar Minuten später ist es schon wieder weg. Ist sehr, sehr merkwürdig, muss man wirklich sagen. Hier auch wieder, er geht nur auf Konzer drauf. Also ich kann bei seinem Stoichkov auf keinen Fall ihm eine Verletzung erkennen. Jetzt ist die Animation auch schon wieder weg, dass er verletzt ist. Vielleicht ist es auch einfach nur ja, ein Anzeige-Bug, keine Ahnung. Aber was mir hier direkt aufgefallen ist, der Pass war lost gewesen auf jeden Fall. wenn er pusht, hier hätte ich nochmal ablegen bis zu Neres, aber mit Glück der Rebound und rein. Wenn er pusht, hat er nur noch zwei Verteidiger hin. Oder einer sogar. Aber trotzdem wird hier dieses Spiel, es wird eine Krise geben. Es wird eine richtige Krise geben. Weil er halt wirklich nur eine Taktik fährt, so wie die anderen auch. Hinten bunkern, nur kontern. Und wie man hier gesehen hat, wie der Pass autokorrigiert in die Mitte. Obwohl ich, das haben alle Leute gesehen, ich wollte meinen Stürmer, wollte ich schicken. Oder ich glaube, das war sogar Hakimi gewesen. Den habe ich sogar extra geschickt, dass er nach vorne rennt. Doppeldreieck gemacht, dass er nach vorne geht. Nein, er wird autokorrigiert in die Mitte. Warum auch immer, keine Ahnung. Und dadurch passiert es 2-1. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Diese Autokorrektur-Scheiße. Ich kann es nicht verstehen. Hier auch wieder, wenn er pusht, nur noch ein Verteidiger hinten. Hier auch von Carrasco.
war lost von mir gewesen. Ich hätte einfach lüpfen müssen oder stehen bleiben und dann einfach ins lange Eck ziehen. Also ich habe da auch einige Chancen gehabt. Da habe ich mich von seiner Spielweise teilweise anstecken lassen. Dieses Unkontrollierte einfach mit Glück vorne drauf. Aber ja, passiert halt einfach mal, dass man auch so ein Spiel hat, dass man hunderte Chancen hat, da geht keine rein. Aber vor allem Carrasco, eine sehr, sehr gute Karte, muss man wirklich sagen. Die auch wieder unnötiger Ballverlust von Griezmann gewesen. Wollt ihr nochmal hinten ablegen. Hier auch Blanc, obwohl er nicht so schnell ist, er kommt teilweise noch wirklich gut hinterher. Also wirklich gut, Grafenberg sowieso eine Bombenkarte. Also das ist ja seine dynamische Champions League Karte. Also sollten die noch eine Runde weiterkommen, das wird eine Bombenkarte werden. Hier auch, da ist einfach dieses Beispiel. Ich habe die Schusstaste komplett durchgedrückt gehabt und da kommt so ein Schuss dabei raus. Ja, ich kann es nicht verstehen. Ich kann es absolut nicht nachvollziehen, wie sowas sein kann. Weil, wenn man doch die Schusstaste durchdrückt, das soll doch wenigstens was Brauchbares bei rauskommen. Hier auch, hat er wieder gut zugestellt, konnte ich keinen Pass mehr spielen. Und bis auf Upamecano vielleicht und Kimpembe, aber Kimpembe ist ja bei mir hinten. Und vielleicht Gravenberch, habe ich ja keine wirklichen Kopfballspezialisten vorne drin. Bei Alphonso Davies wahrscheinlich die beste SBC, die ich bisher gemacht habe. Also der ist wirklich nicht mehr wegzudenken aus meinem Team. Es gibt aber auch keine gleichwertige Karte, weil Alphonso Davies weggedacht. Hier auch sehr gut gehalten von seinem Torwart. Krasse Parade. Der Günther gab, der hatte glaube ich eine Winter Wildcard bekommen. Die war ganz okay. Also ich habe ja diesen Darker gemacht mit den Winter Tokens. Der ist auch ein richtiges Biest. Hier auch Alphonso Davies gefühlt 80 Pace. Wird einfach immer langsamer. Richtig merkwürdig. Aber gut, Hakimi ist ja sowieso ein Bombenverteidiger. Der kann sich den Ball schnappen. Carrasco hier setzt sich super durch. Hab dann gesehen, dass er sich durchsetzt. Und sein Tor wieder move, dann kann ich schön auf die rechte Seite draufgehen und den Ball reinmachen. Aber das Spiel wird die ganze Zeit so sein. Er wird hinten bunkern. Ich werde das Spiel machen. Viele Chancen leider liegen lassen. Muss man wirklich sagen. Ich lasse leider viel zu viele Chancen liegen. Hier, krass gespielt. Super von Neres in den Winkel rein. Konnte er nicht verteidigen. Absolut nicht. David Neres habe ich lange nicht mehr gespielt. Wirklich lange nicht mehr. Weil ich mein Team komplett umgebaut hatte. Ich hatte mal ein Eredivisie-Team. Weil die haben ja zu Beginn so krasse Karten bekommen. Das war wirklich übelst gut. Aber so nach einer Zeit, ja, verliert man auch so ein bisschen die Spannung. Man möchte ein bisschen was ausprobieren. Aber dieser Opender, den kannst du dir nicht mehr wegdenken bei mir aus dem Team. Der ist übelst gut. Ich hatte auch schon überlegt, diese Record-Breaker-Karte von Edouard zu machen. Weil der hatte ja das schnellste Tor gemacht von einem eingewechselten Spieler. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber die Karte ist übelst teuer. Die kostet einfach mal 15. Nee, was sage ich 15? Ein 82er Team, ein 84er Team und ein 85er Team. Für so eine Karte. Die hat ein 85er Rating vor allem. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist eine 85er Karte und du musst eine 85er Team, 84er Team und 82er Team abgeben. Nur, weil er aus der Premier League kommt. Also meiner Meinung nach wäre es eine italienische Karte. Sagen wir Chiesa als Beispiel. Dann hätte die Karte einfach nur ein 82er Team gekostet und ein 84er Team. Das war's. Aber nein, es ist ein Franzose. Also Perfect Link mit Kanté, was ja auch eine übel gute Karte ist. Er ist auch ein mega guter Spieler. Ich hatte ihn ja auch mal gezogen. Hab ihn aber dann verkauft wegen den Coins, weil ich brauche den einfach leider. Ich brauche den einfach nicht. Und ja, hier auch. Einfach per Zufall bekommt er den Ball. Und sein Bruno sah mit 76 Schuss haut so einen Ball raus. Also, wo er den hernimmt, keine Ahnung.
Aber dann, jetzt ab dem Zeitpunkt, entkleidet mir auch das Spiel so ein wenig. Hier auch wieder Stockfehler von Griezmann. Dann wird direkt gekontert. Blanc kommt nicht mehr hinterher bei Bruno Sarr. Ist klar. Dann hier den Pass wollte er bestimmt niemals so spielen. Aber der Schuss war halt trotzdem gefährlich gewesen von Pavel Nedved. Da hatte ich mir auch schon überlegt, dass ich mir die Karte hole. Aber für diese Aufnahme jetzt hier einfach mal, für diese Week gelegt, will ich einfach nur mit meinen First-Owner-Karten spielen. Hier werde ich einfach mal krass ausgekontert. Upamecano kommt nicht mehr hinterher. Aber Iker Casillas nochmal sehr schön gehalten. Man sieht halt, wenn man versucht, das Spiel zu machen und der Gegner, ich versuche auch hier die ganze auf Abseitsfalle zu machen, dass sie alle hinten rauskommen. Und hier hat er einfach, ja, Iker Casillas stark gehalten. Da hat das Superman über Upamecano stehen lassen. Der bewegt sich das ohnehin wie ein Bus. Aber so von der Zweikampf her, Upamecano übel stark. Hier habe ich auch wieder die ganze Zeit versucht, Abseitsfalle zu machen. Sie kommen dann allmählich raus. Hier kann man dann versuchen zu kontern. Mal einfach mal den Spieß umdrehen. Ein genialer Pass von Neres auf Carrasco. Und dass der Ball nicht reingeht, sehr traurig. Also sein Verteidiger wäre nicht mehr rangekommen, auf keinen Fall. Aber gut. Passiert, passiert. Hier auch. Hakimi. Noch schön den Ball gerettet. Opender. Also da wollte ich eine Ballrolle machen nach rechts. Aber der ist doch noch ein Ticken schneller gewesen, der Torwart, dass er den Ball bekommt. Hier auch. Davis verliert auf einmal so ultra schnell seine Ausdauer. Hier auch Glück gehabt, dass Pavel Nedved den Ball dann doch nicht mehr mit dem Kopf reindrückt. Also es ist schon hier alles auf Messerschneide gewesen. Hier wieder ein genialer Ball einfach von Griezmann und David Neres. Ja gut, okay, ist kein Kopf voll ungeheuer. War klar, dass der nicht reingeht. Aber gut. Wäre jetzt da vielleicht noch Ronaldo gestanden, der hätte wahrscheinlich reingeköpft. Oder irgendein anderer guter Spieler, wo einen guten Kopfballwert hat. Aber David Neres, der ist glaube ich 1,70 groß. 75 ungefähr. Dass der kein Kopf voll ungeheuer ist, ist ja irgendwie abzusehen. Hier auch wieder versucht, schnell zu spielen. Schnell in die Spitze nach vorne. Opender. Sehr guter Schuss. Dann direkt versucht auszuwechseln. Und ich glaube, das war mein Fehler gewesen. Griezmann rauszumachen. Der hat absolut kranke Bälle gespielt. Und ich glaube, ich hätte Keita mit Etebo, wenn dann schon, wechseln müssen, weil Etebo ist defensiv stark, Keita eher offensiv und da ist mir ein dummer Fehler passiert, einfach Etebo jetzt in der Offensive und Keita in der Defensive und hier läuft er einfach mal einmal komplett durch. Ich denke, das lag auch wirklich daran, dass Etebo nicht mit hinten war, sondern er hat sich direkt nach vorne orientiert. Ja, schlecht, nicht wirklich gut. Auch wieder dieser Anstoßbug, wo er einfach durchlaufen kann. Sehr, sehr schade. Wirklich sehr, sehr schade. 4-4. Thomas Müller. Auch eine richtig kranke Karte bekommen. Mit seiner Flashback-Karte. Finde ich nice. Also dieses Jahr werde ich, denke ich, kein Bundesliga-Team machen. Wenn doch, dann vielleicht nach dem Toti. Wenn vielleicht Lewandowski einen Toti bekommen hat. Oder hier auch ein genialer Ball, aber Müller einen Ticken zu langsam, warum er dann hier in Zeitlupe läuft, keine Ahnung. Das sind alles so Automatismen von EA, die dann die Spieler verlangsamen. Warum auch immer, ich kann es nicht verstehen. Hier Upamecano kommt nicht mehr richtig dran. Stoichkov in den Winkel rein. Das war wirklich ein guter Schuss gewesen. Aber meine Abwehr war dann plötzlich in der Mitte wieder komplett auseinandergerissen. Und dann war eigentlich abzusehen, das Spiel ist vorbei, also da hatte ich keine Chance mehr. Absolut nicht. Aber gut. Aber gut. Hier auch ein kranker Ball gewesen, ein richtig kranker Ball gewesen von Nedved. Keine Chance für Iker Casillas, den Ball irgendwie zu halten. Aber gut, so Welle gehen halt auch mal rein.
da kann man auch nichts sagen. Also es war ein guter Schuss gewesen, vor allem von Pavel Nedved. Hier auch Ball vertändelt, weil ich gewusst habe, okay, das war's. Keine Chance mehr. Vor allem sein Stoichkov, der ist so krank. Hier, Iker Casillas ist nochmal gut gehalten. Aber Stoichkov, kranke Karte. Also das, was ich jetzt hier gesehen habe, ich habe dich selbst noch nie gespielt. Aber den kann man wirklich empfehlen. Also echt krass. Ich glaube, wenn der Gegenspieler auch noch einen Ticken besser wäre, der hätte mich hier vielleicht wirklich abschießen können. Aber immer hätte Fahrradkette. Hier war nur mal kurz die Hoffnung da gewesen. Kurz vor Schluss, aber 89. Minute. Das war klar, dass er mich nicht mehr an den Ball kommen lassen wird. Ich habe auch hier eben die ganze Zeit Pressing gemacht. Da ging keiner mehr drauf. Und dann, klar, keine Chance mehr. Eine Minute Nachspielzeit. Sehr schade. Hier hätte er vielleicht noch länger abspielen lassen können, hätte ich schon mal in die Mitte zu Carrasco. Aber gut, okay. Passiert. Fünftes Spiel, die erste Niederlage. Unglücklich, meiner Meinung nach. Hätte man nicht verlieren müssen. Aber er hat auch zur zweiten Halbzeit so ein bisschen seine Taktik verändert. Der war hinten nicht mehr so offen gewesen. Ja, so vielleicht jetzt das letzte Spiel. Wäre auf jeden Fall eine gute Situation. Man hätte noch vier Spiele übrig, die dann wieder für die nächste Bewertung zählt. Wir wollen ja uns erstmal hier qualifizieren in den Playoffs. Hier auch George Best mit der SBC. Ist teuer, die SBC, aber günstiger als auf dem Markt. Also wenn man die Karte machen will oder haben möchte, dann auf jeden Fall überlegen, dass man die SBC macht, wenn man genug Untrade-Karten im Team hat. Ich würde auf keinen Fall hingehen und die SBC machen mit Karten, die ihr eigentlich verkaufen könntet. Weil ich denke, meiner Meinung nach würde das sich einfach nicht lohnen. Es würde sich nicht lohnen. Aber George Best ist halt hier, wie beweglich er ist. Es ist echt krass. Der Abschluss, naja, auch wie bei mir vorhin, genau dasselbe mit Openda. Er hat wahrscheinlich durchgezogen, voll durchgedrückt. Und da kommt so ein Schuss dabei raus. Also Glück für mich. Aber trotzdem, das ist halt wieder so eine typische FIFA-Krankheit. Dass Pässe, Schüsse korrigiert werden, obwohl gar kein Zwang dahinter ist. Also, keine Ahnung. Lieber bekomme ich so ein Gegentor, anstatt ihn einen Rebound zu bekommen. Aber gut, Carrasco. Eiskalt ins lange Eck. Super Tor. Also ich habe noch nicht mal einen Chemistry-Style drauf gemacht. Ich habe ihn so gelassen, wie ich ihn gezogen habe. Aber der, also Carrasco ist wirklich eine Bombe. Also wenn ich mir aber gut vorstellen könnte, wo gut ist, ist die neue Gnabry-Karte. Gnabry wäre wahrscheinlich sogar noch ein Ticken besser. Schon allein vom Abschluss her. Ja, also Headliner Gnabry. Wenn ihr ein Bundesliga-Team habt, ich würde ihn auf jeden Fall kaufen, wenn ihr genug Coins habt. Der ist eine bombenstarke Karte. Haben zwar noch nicht gespielt, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Also von den Werten her, er hat ja auch das Movement. Also ich kann ihn eigentlich nur empfehlen, selbst wenn ich noch nicht gespielt habe. Weil David Neres wird auch vielleicht jetzt noch eine weitere Weekend League durchhalten. Aber dann wird es auch deutlich bessere Karten geben auf der rechten Seite. Weil er kommt so langsam an seine Grenzen mit seinen Werten. Ja, schön durchgesetzt. Ah, und trotzdem knapp ins Aus. Ich versuche halt immer direkt zu pushen, dass er erst gar nicht ins Spiel kommt. Griezmann, dies hier auch wieder richtig starke Bälle. Aber, und holt sogar hier noch den Freistoß raus. War eher ein Stockfehler von ihm gewesen. Aber trotzdem noch den Freistoß rausgeholt. Sehr gut. Hier Openda. Eiskalt. Einfach durchgelaufen. Flach rein. Also ich sage ja, Openda, ein Beast.
wenn ihr den noch nicht habt. Ich glaube, man kann sich den noch erzocken. Bei den Meilensteinkarten ist er mit dabei, wie noch ein paar andere holländische Karten, zum Beispiel der Rechtsverteidiger Owusu. Hat, glaube ich, 90 Pace, also jetzt nicht der überkrasse. Aber er war gut. Ich habe ein paar Mal gespielt, war wirklich gut gewesen, sehr solide, hat kaum Fehler gemacht. Und ja, Griezmann hier, ich sag's immer wieder, der ist richtig stark. Also so unaufmerksam stark. Wenn man das so ein bisschen beobachtet, wenn er die Bälle hat, die kommen meistens immer direkt an. Er macht kaum Fehler. Also sehr gut. Hier muss man aufpassen mit Upamecano, dass er keine gelb-rote Karte bekommt. Aber stark gehalten von Iker Casillas. Hier auch wieder Abseitsfalle, dass hinten rauskommt. Dass er die Abwehr nicht so leicht überspielen kann. Aber ich bin auch hier etwas enttäuscht gewesen von George Best. Also bis auf die eine Aktion hat er bisher gar nichts gerissen. Und die erste Halbzeit ist ja schon zur Hälfte rum. Also da war ich glaube, das war jetzt hier die allererste Partie, wo ich gegen diese George Best-Karte gespielt habe. Also ich war etwas enttäuscht gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Spielstil vom Gegner lag, aber ich weiß nicht. Ich finde, er verliert zu schnell den Ball. George Best. Hier auch, er versucht auch die Abseitsfalle zu machen, dass ich nicht mehr durchkomme. Dadurch ist seine Abwehr dann wieder gestaffelt, aber auch sein Mittelfeld und kann dadurch dann halt einen Ticken besser kombinieren. Hier auch Griezmann nochmal gut nachgesetzt. Sonst wäre der Pass vielleicht angekommen. Hier Kimpembe, unnötiger Ballverlust, absolut unnötig. Upamecano mit seiner gelben Karte. Und hier Iker Casillas, also wie eine Katze, also sehr stark. Kimpembe hier mit der angeblichen Meldung, der ist halt verletzt. Wo ich aber dazu sagen muss, er war danach wirklich verletzt. Er war wirklich verletzt. Hier war es diesmal wirklich der Fall. Hier auch, wie man sieht, 2, 4, 6, 8 Leute im Strafraum oder drumherum. 8 Leute. Und er kontert einfach nur. Er hat weder Push noch von der Mitte. Also, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, so zu spielen. Ich verstehe es nicht. Vielleicht auch wirklich von dem Gameplay von FIFA dieses Jahr, dass einige Spieler so ultra stark beweglich sind. Da kannst du halt schon alleine 2 Spieler auf einmal stehen lassen, wenn du das wirklich gut drauf hast. Hier einfach mal mit Glück draufgeschossen mit Neres. Ja auch, da habe ich mit Griezmann einfach nur die Schusstaste gedrückt. Und er versucht einen Seitfallzieher. Ja auch, das sieht man wieder. Mit allen Spielern ist er hinten drin. Mit allen Spielern. Nur George Best bleibt einen Ticken vorne. Es ist so krass. Es ist wirklich so krass. Er war mit 9 Leuten hinten drin. 9 Leute in seiner eigenen Hälfte. Also entweder ist er Österreicher oder ist Deutscher, auf jeden Fall vom Namen her. Könnte aber zumindest deutschsprachiger Spieler sein. Also ich finde es halt schon krass, wie manche auf die Idee kommen, so zu spielen. Ich weiß es nicht, also ich würde nie auf die Idee kommen, so zu spielen. Niemals. Aber gut, bleibt ja jedem selbst überlassen, wie er spielt. Und vor allem, wie ich schon gesagt habe, wenn dieses Bunkern und Konter nicht so effektiv wäre, würde es nicht gefühlt jeder zweite Spieler machen. Hier sieht man auch, er pusht kaum, ich konnte einfach stehen bleiben. Ja, starker Pass von Openda, David Neres. 3-0, das sollte es gewesen sein. Also der hat ja absolut keinen Druck vorne hinbekommen bei mir. Kein Push. Der Upamecano, Real, hat gescored. Nummer 8,
hier meiner Meinung nach auch eher den Ball gespielt. Und jetzt kommt halt so langsam der Fuß bei ihm raus, weil er merkt, er kriegt nichts gebacken. Versucht halt nur noch zu grätschen. Aber ganz ehrlich, selbst schuld. Also wenn man nur hinten drin steht und nichts macht und nur auf Konter spielt, ist ja klar, dass wenn der Gegner das sieht, dass er natürlich das unterbindet ist. Hier auch George Best. Hier eine verbackte Animation, wenn ihr das gesehen habt. Total krank. Einfach eine verbackte Situation und ich bekomme das Foul. Warum auch immer, keine Ahnung. Aber das war richtig verbackt gewesen eben. Ja. Also ich weiß nicht, wie alt der Typ ist. 12, 13 Jahre vielleicht. Und dann gehen halt dann die Nerven durch, merkt, das Spiel ist vorbei, der hat keine Chance mehr. Ja, Nico Schulz, Linksverteidiger. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass der gut ist. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, auch Stockfehler von Carrasco gewesen, aber gut, der Ball war auch ziemlich fest gewesen. Also, dass er jetzt nicht mal mehr 5 Meter Bälle der Gegner hinbekommt, das sagt ja einiges aus. Ich würde sogar sagen, dass sein Team gar nicht mal so schlecht ist. Es ist gut ausbalanciert. Aber er bekommt ja gar nichts auf die Kette. Also gar nichts. Hier auch der Ball wieder viel zu lang gewesen. Doppeldreieck zu lang gewesen. Vielleicht hätte ich L1 Doppeldreieck machen müssen. Mache ich auch zu wenig mit L1 kombiniert. Müsste ich vielleicht mal öfters machen. Ja, auf jeden Fall. Qualifikation sollte damit geschafft sein. Bin ich sehr zufrieden. Aus 6 Spielen 5 Siege. Dadurch haben wir bei 4 verbleibenden Spielen in den Playoffs noch die Chance, bessere Rewards zu bekommen. Hier ist dann das 4-0 durch Griezmann. Der hat eine richtig starke Partie wieder gespielt. Zwar diesmal nicht so im Mittelpunkt, aber durch seinen Treffer, wo er es vielleicht in den letzten Spielen nicht gemacht hat, aber dafür viele Vorlagen. Absolut verdient für Griezmann. Vor allem finde ich, auf der Position, wo ich ihn spiele, merkt man eben den Weak Foot mit rechts nicht so stark an. Der ist ja Linksfuß, aber ich finde, so wie ich ihn spiele, ist es genau, also jetzt nicht perfekt, aber ist schon gut ausbalanciert für ihn. Ja, Freistöße ist halt so eine Sache, manchmal klappt es, manchmal nicht. Boah, das war knapp, okay. Krass, Griezmann, das war knapp. Wäre ein Ticken schwächer gewesen, wäre vielleicht sogar rein. Also wie gesagt, von George Best, ich bin da so, ja, keine Ahnung, also ich bin so ein bisschen enttäuscht. Ich denke aber auch, es lag sehr am Gegner, dass er da nichts hinbekommen hat. Und hier, krankes Tor von David Neres, einfach krank. Richtig geil. Einen halben Kung-Fu-Kick gemacht. Richtig nice, super. Also das war wirklich die Kirsche auf der Torte, oder die Sahne auf der Torte. 70. Minute 5-0. So darf es ruhig weitergehen. Aber ich denke, ja, da hat den Stick eingeklemmt, da wird jetzt hier nichts mehr machen. Also da kann ich wirklich nur sagen, ein krasses Team, First Owner Team. Ich habe mir keine Spieler gekauft in dem Team. Hier auch hätte ich das 6-0 machen müssen, das Carrasco. Ein bisschen schade. Aber nun gut. Hier auch wieder fast der 6-0. Ja, welche SBCs gibt es momentan noch zu machen? Also ich habe fast alle gemacht, bis auf die Icons und Edouard. Edouard
bin ich halt noch ziemlich am Überlegen, weil er ist halt sehr teuer. Es ist zwar eine französische Premier League-Karte, ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu der Karte sagt, aber meiner Meinung nach, die ist es nicht wert. Hier auch, ich werde einfach jetzt nur noch die Zeit runterspielen lassen. Und ja, werde dann jetzt einfach mal vorspulen bis zum Endergebnis, weil ich denke, der wird jetzt hier nichts mehr machen. Ne? Also, bis gleich. So Leute, und jetzt bin ich wieder da, weil es eine sehr lustige Situation gab. Er hatte die ganze Zeit seinen Stick eingeklemmt und hat gedacht, okay, kurz vor Schluss, er müsste nochmal was machen und einfach rote Karte, George Best. Ja, also das gönne ich ihm wirklich. Das wollte ich nur mal kurz reinschneiden. Also das hat er sich wirklich sehr gegönnt durch seine starke Leistung. Also nicht nur, dass er die Partie verloren hat, sondern jetzt muss er in Squad Battles rein, nochmal eine Partie machen, abbrechen, dass er rauskommt und dass die rote Karte weggeht. Ah, es gibt Helden auf der Welt. Na gut, er wird jetzt hier nochmal die ganze Zeit Pause klicken. Ich sag dann nochmal, bis gleich. So, ich bin jetzt auch wieder da. Es hat wunderbar geklappt. Hier nochmal die rote Karte von George Best. Also wirklich fast das Highlight. Also hat nichts zustande bekommen, der Gegner. Und ja, stark gemacht, muss man sagen, von David Neres. 6 Spiele, 5 Siege. Wir sind qualifiziert für die Weekend League. Immerhin. Also die nächsten 4 Spiele werde ich wahrscheinlich offline machen. Ich werde da keine Videos zu machen, sondern erst wieder während der Weekend League. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr positiv überrascht von dem Team, weil das Team ist jetzt wirklich nicht übel stark von den Rankings her, aber es spielt sich ultra gut. Es spielt sich ultra gut mit Kimpembe hinten in der Verteidigung, mit Upamecano. Das wird sich natürlich dann herausstellen, wenn man mal gegen richtig starke Gegner spielt. Vor allem Griezmann, bin ich sehr gespannt, wie er dann spielen wird, wenn da so ein Kanté in der Mitte steht, wenn dann doch so ein Lothar Matthäus vielleicht in der Mitte steht, wo gegen ihn pusht. Das wird dann so der Gradmesser sein. Aber jetzt vor allem, für den Zeitpunkt bin ich sehr zufrieden. Oh, wir haben hier noch einen Transfer. Okay, dann habe ich ihn was verkauft. Muss aber ein kleiner Spieler gewesen sein. Also mit geringem Wert. Einfach mal um zu... Ach genau, Nuno Mendes. Ja gut, okay. Da hatte ich einfach was versucht. Aber das konnte man wegtun. Genau, alles klar. Dann haben wir hier noch was abgeschlossen. Bei Meilenstein 500 Tore mit einem 85er Team. Mindestens 85er Team. Ein seltenes Jumbo-Pack. Aber ich glaube jetzt nicht wirklich, dass da noch irgendwie was reinkommt. Also Freistoßtor hat man jetzt auch eben gesehen. Ich habe nicht viele gemacht. Wir haben bisher auch so ein bisschen die Spieler gefehlt. Aber ich denke jetzt nicht hier, dass wir was rausbekommen werden. Ich sag mal, genau. Einfach nix. Gut, okay, Leute. Dann schon mal danke. Und wir sehen uns dann bei der Weekend League. Haut rein. Viel Spaß noch beim, ja, vielleicht noch bei den Playoffs schwitzen. Und dann sehen wir uns bei der Weekend League. Bis Freitag, denke ich dann. Ciao.